Ich habe in letzter Zeit einige Nachrichten bekommen, was so die Cold War Settings bei mir angeht. Vor allem, was auch das eine Video betrifft, wo ich euch da gezeigt habe, was mit dem Aim Assist hier halt in dem Spiel nicht stimmt. Und ich habe hier in dem Video so eine Art Lösung dafür, also bis die es eben fixen, ob die es überhaupt fixen, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die das ändern werden. Es gibt, glaube ich, kein Match, in dem ich nicht einmal kurz in die Settings gehe und mal schaue einfach, dass ich irgendwie was umändere und rumprobiere und was halt besser ist. Deswegen zeige ich euch jetzt mal hier meine Settings. Wir gehen mal schnell so durch diese ganzen anderen Einstellungen, wie was weiß ich, was man da, Grafik, und wir schauen uns vor allem die ganzen Aim-Settings an, also Sensitivity und vor allem das Wichtigste, Leute, diese Aim-Response-Curve, also dieses Dynamic, Linear, Standard. Und seitdem das Update kam, ist mir auch aufgefallen, ich habe einige Leute gefragt, so, was spielen die überhaupt, also was für eine Zielreaktionskurve habt ihr ausgewählt? Ich glaube, die meisten wussten noch nicht mal, dass es da das Update kam und dass es neue Zielreaktionskurven gibt, also wie in MW auch. Das haben sich ja einige gewünscht und deswegen werde ich auf jeden Fall darauf eingehen und euch zeigen, was für welchen Spielertyp besser ist. Gehen wir erstmal hier schnell durch diese ganzen Settings durch. Also Tastenbelegung weit eben PS5-Controller, Leute, keine Rücktasten. Deswegen ist ein bisschen auch Umgewöhnungssache, ganz ehrlich, voll weird damit zu spielen. Deswegen hier auf Taktik eben für das Sliden hier tue ich einfach hier oder beziehungsweise das Ducken tue ich hier mit dem rechten Stick. Trigger und Bumper habe ich hier einfach vertauscht. Also R1, R2 und L1, L2. Das hier alles auf Standard gelassen. Controller, Vibration natürlich deaktiviert und Trigger-Effekt deaktiviert. Leute, die beiden Sachen wollt ihr auf jeden Fall beim PS5-Controller deaktivieren. Wenn ihr Singleplayer spielt, dann macht es auf jeden Fall an. Das ist schon geil. Es gibt ein geiles Feeling. Aber im Multiplayer wollt ihr das auf keinen Fall anhaben. Das wird euch richtig abfacken. So, hier ZV-Anvisierhilfe. Da wurde ich auch mal gefragt, so was überhaupt der Unterschied ist, weil da steht, im Mehrspielermodus ist die ZV-Zielhilfe immer deaktiviert. Ist ganz einfach, Leute. ZV-Anvisierhilfe ist schon halber Aimbot. Also das ist das, was ihr in Zombies bekommt. Spielt mal Zombies und dann werdet ihr merken, was der Unterschied zwischen Aim Assist ist und diesem hier unten. Merkt ihr wirklich, wie euer Aim wirklich zum Ziel hinzielt von alleine. Luftklettern verhalten automatisch. Guckt euch den Rest hier einfach an. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen. Das sind wirklich die Sachen. Okay, das hier könntet ihr auf jeden Fall noch auf alle anwenden, stellen, damit ihr eben alle Panzerungen direkt reinmacht, ohne immer einzeln drücken zu müssen. Auch hier, das alles habe ich auf Standard gelassen, so wie es kam. Hier mit dieser Dead Zone und so weiter. Controller Sounds deaktiviert, automatisch vorwärts, Sprinten auch deaktiviert. Alles wirklich auf Standard gestellt. So, dann kommen wir zur Grafik und hier ist das erste natürlich hier das Sichtfeld. Ich zeige euch mal den Unterschied, so, aber dürftet ihr erkennen. Ihr seht es im Hintergrund schon, wie sich es bewegt, so wenn ich es runterstelle. Hier seht ihr halt wirklich quasi richtig, richtig weird, man so zu spielen jetzt. Und wenn ich das Sichtfeld jetzt hier hochdrehe, ich habe es jetzt mal komplett auf 120 hochgedreht. So sieht das Ganze dann aus und ihr seht schon, ihr seht hier einfach, also zudem hier, seht ihr einfach noch diesen Bereich hier, ohne euch rüberdrehen zu müssen. Ist schon ein krasser Unterschied. Vor allem wirkt das Game auch viel schneller. Also wenn ihr so rumrennt, es sieht einfach alles schneller aus. Für mich aber ganz ehrlich ein bisschen too much. Vielleicht 100, maximal 105. So, dann gibt es hier das Ziel, Vorrichtungssicht. Alter, was für ein Begriff. Der Unterschied ist ganz einfach, ich zeige es euch einfach, ich kann euch das gar nicht erklären. Hier einfach unabhängig ist einmal das hier. Ihr seht, wie krass es reinzoomt, quasi aus diesen 120 Sichtfeld zoomt es extrem weit rein. Wenn ich es jetzt hier beeinflusst mache, dann zoomt es nicht mehr so stark rein, dann sieht es so aus. Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn ihr es jetzt so oft beeinflusst habt, dann werdet ihr weniger visuellen Rückstoß haben. Also ihr werdet den Rückstoß nicht mehr so arg sehen. Recoil an der Waffe verändert es nicht. Es ist wirklich nur das Visuelle. Und das andere ist halt eben, das seid ihr präziser, wenn ihr es auf unabhängig habt. Das zoomt es mehr rein und ihr könnt eben so feinere Adjustments machen. So, und dann das nächste hier. Natürlich Bewegungsunschärfe auf jeden Fall deaktivieren. Das wollt ihr nicht haben. Audio Settings. Das Einzige, was ich hier geändert habe, ist Audio-Voreinstellung auf Höhenverstärkung. Dadurch erkenne ich oder höre ich halt besser die Steps. Dann hier das Interface. Da habe ich nicht viel geändert, beziehungsweise eher gar nichts geändert. Hier gibt es zwei Sachen, die Leute ändern wollten. Von Anfang an seit der Beta, das sind diese Anzeigen, Gesundheitsanzeigen. Das hat viele gestört. Könnt ihr hier einfach ein- und ausschalten. Ich finde es besser, wenn es an ist, weil ihr dann seht halt, ob bei eurem Teammate oder beim Gegner irgendwie, ob er wenig Leben hat, ob er angeschossen wird. Ansonsten den Rest hier auf Standard. Dann würde ich sagen, kommen wir mal hier zu den wichtigen Sachen. Und das sind hier diese Controller-Sensi-Einstellungen, also die Sensitivität hier. Und das wird sich hier jetzt auf das eine Video beziehen. Ich werde es, wie gesagt, unten verlinken. Schaut euch das danach an, wenn ihr wollt. Das ist echt verrückt. Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen, die bei diesen Aim Assist Problemen hilft. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe hier nämlich die Sensi höher gestellt, als ich sonst spiele. Ich spiele normalerweise auf 6,6, 0,9 bzw. 7,7, 0,9. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Sensi höher stelle, ich viel besser aimen kann, was dieses Aim Assist Problem angeht. Ihr werdet am Anfang natürlich damit strugglen, aber wenn ihr euch daran gewöhnt, habt ihr erstens viel mehr Vorteile davon in Zukunft, weil ihr mit höherer Sensi im Spiel, und das ist ein COD natürlich, ja, besser
Side-Ons, Turn-Ons verpassen. Ist halt viel krasser so. Was aber natürlich halt auch schwerer ist. Ich habe die auf jeden Fall hier bei mir auf 8,8. Und jetzt habe ich hier eine Sache bemerkt bei den ZV-Stick-Empfindlichkeit mit niedrigem Zoom. Also diese ZV-Einstellung, wenn ihr zoomt. Da hatte ich es auf 0,9. Jetzt habe ich es hochgestellt auf 1,0. Habe ich gemerkt, es ist viel besser für mich. Es mag vielleicht bei euch nicht so sein, bei euch ist vielleicht anders. Aber bei mir ist es auf jeden Fall, habe ich gemerkt. Ich will nicht sagen, eine ultimative Lösung, aber eine Übergangslösung, bis die es hoffentlich fixen. So, und dann kommen wir zu der zweiten Sache und das ist hier diese Zielreaktionskurve und da haben mich echt viele auch gefragt, so was ich spiele und was besser ist und so weiter. Das haben wir vor kurzer Zeit bekommen mit einem neuen Update. Ist also im Prinzip genau wie in MW, Standard, Linear und Dynamisch und jetzt möchte ich euch mal den Unterschied zeigen und deswegen bin ich auch hier in Custom Games und das empfehle ich euch auch, Leute. Checkt es auf jeden Fall in Custom Games. Probiert eure Sensi, eure Einstellungen, was euch am besten passt. So, Standard ist jetzt hier ausgewählt und das Ganze läuft so ab, Leute. Ich zeige das Ganze mal hier am Controller. Wenn ihr jetzt hier ganz langsam zielt, nach rechts und nach links, also nur den Stick hier ganz langsam bewegt, dann seht ihr, dass die Waffe sich auch langsam bewegt. So, wenn ich jetzt doppelt so weit nach außen ziele, also mit dem Controller, bewegt es sich nicht doppelt so schnell, sondern viel schneller. Also bei Standard ist es im Prinzip so, dass wenn ihr ganz langsam nach rechts und nach links aimt, bewegt sich es auch extrem langsam. Und je weiter ihr rausgeht, desto schneller wird es. Aber es ist nicht so, dass wenn ihr hier 1 mm nach rechts zielt, dass es sich dann bei 2 mm doppelt so schnell bewegt. Sondern bei 2 mm bewegt sich es viel schneller. Bei 3 noch viel schneller. Und bei 10 dann noch viel, viel, viel schneller. Also nicht 10 mal so schnell, sondern vielleicht 30 mal so schnell. So, ich habe es hier auf linear gestellt. Hier ist es jetzt so, dass ihr einfach, wenn ihr 1 cm zum Beispiel den Stick nach rechts bewegt, bewegt sich so. Wenn ihr 2 cm nach rechts bewegt, bewegt sich es halt doppelt so schnell. Also genau so, wie ihr euren Stick bewegt, so bewegt sich es auch dann hier in dem Game. Meiner Meinung nach die schlechteste Einstellung. Ich kann es euch nicht erklären, woran es liegt, aber es passt mir einfach nicht. Und ich glaube, vielen wird es auch nicht gefallen. Viel eher geht es hier um dynamisch, Leute, und um Standard. Das sind nämlich meiner Meinung nach die besseren Einstellungen. Und dynamisch ist das gleiche eigentlich wie Standard, nur einfach andersrum. Das heißt, wenn ihr hier slow aimt, also ganz langsam, bewegt sich es auch viel schneller. Ihr seht es auch hier. Also im Vergleich zu Standard bewegt sich es viel schneller. Und ich bewege hier wirklich genauso viel wie vorhin auch. Und wenn ich es schneller nach außen aime, dann bewegt es sich nicht so schnell wie bei Standard. Das heißt, der Unterschied ist ganz einfach, Leute. Bei Standard habt ihr bei feinem Aim viel bessere Kontrolle. Das heißt, ihr könnt bessere Adjustments machen, was so das feine Aim angeht. 10 cm nach rechts und nach links und sowas. Und deswegen habe ich auch vorhin von diesen Spielertypen geredet. Meiner Meinung nach für AR-Spieler, also Sturmgewehrspieler, ist es top. Standard ist auf jeden Fall the way to go. Damit könnt ihr so auf lange Distanz so kleine, feine Adjustments machen und das ist einfach top dafür. Bei dynamisch ist es anders. Da empfehle ich es gerade andersrum. Das heißt, seid ihr Rusher, dann habt ihr diese zusätzliche, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es fühlt sich so schneller an. Spritziger fühlt sich es an. Du kannst einfach schneller hier zum Beispiel hier ums Eck, zack, 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 zack. Ihr habt so die Möglichkeit, schneller um Ecken zu aimen, euch schneller zu drehen, schneller auf Gegner drauf zu aimen. Dadurch gibt ihr aber natürlich eben ein bisschen Präzision auf. Das heißt, seid ihr jetzt irgendwie der Typ, der so extrem viel rusht und schnell und hier dann links, da einer, rechts einer, boom, hinter mir. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall dynamisch und viele Pro-Player spielen auch dynamisch. Und linear, ganz ehrlich, empfehle ich einfach nur den Leuten, die damit halt am besten klarkommen. Probiert es, wie gesagt, shootet Bots damit, Leute. Meine persönliche Empfehlung ist Standard. Ich habe mit Standard die besten Erfahrungen gemacht, ganz ehrlich. Das Lustige ist aber, dass ich in MW mit dynamisch spiele. Dort finde ich dynamisch wirklich am besten. Waffen fühlen sich dort irgendwie anders an. Wenn ihr confident seid und wirklich wisst, okay, ich habe kein Problem mit Aim, ich bin mit Aim wirklich 100% immer präzise. Für die zusätzliche Snappiness, wenn ihr da wollt, irgendwie zack, zack, zack hier rein. Bam, 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 zack, zack, zack. Wenn ihr das braucht, dann auf jeden Fall dynamisch. So Leute, das waren hier auf jeden Fall meine Settings, die ich jetzt in Cold War nutze und die ich euch auch empfehle. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem ganzen hier dynamisch, Standard, Aim Assist und so weiter, ich konnte euch damit helfen. Vor allem das Ganze klarer machen, weil ich habe gemerkt, irgendwie viele raffen da nicht ganz so, was es überhaupt ist. Wenn ich euch damit helfen konnte, auf jeden Fall Like da lassen. Leute, nicht vergessen, den Channel zu abonnieren für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und Peace.